Okay, da haben wir noch einen goldenen Knopf und da auch. Blauer Kristall. Da oben ist auch noch einer. Den bekommen wir bestimmt nur durch Telekinese. Jawohl. Truhe der Königin. Ah, da brauche ich bestimmt die goldenen Knöpfe, genau. Okay. Verbindet die Knöpfe mit der richtigen Anzahl Linien. Die Anzahl der benötigten Linien pro Knopf wird in der Mitte angezeigt. Oh ja, okay, gut. Dann schaue ich mal. Also ich fange natürlich jetzt... Also ich fange hier natürlich systematisch an. Also auch diagonal können wir die einsetzen. Okay. So, so und so. Ich hoffe, das war's jetzt. Nein, zwei sind noch nicht richtig. Ach, da fehlt noch eins. Jetzt müsste es richtig sein. Jawohl. Sehr gut. Und was bekommen wir dafür? Erstmal noch gar nichts, weil das Schloss noch eingerostet ist. Das heißt, wir brauchen Öl. Okay. Ah, da oben war ja noch ein Wimmelbild, wie ich gerade gesehen habe. Ein Engel, eine Bischofsmütze und eine Ölkanne. Und die bekommen wir bestimmt gleich. Ein Engel, der ist da. Da haben wir die Bischofsmütze und eine Ölkanne, die ist hier. Zwei Kelche, ein Spiegel und Weintrauben. Da haben wir schon mal ein Kelch. Und da ist der zweite, ein Spiegel. Okay. Da. Und, oh, lecker, Weintrauben. Mh, lecker. Und wieder ein Schlüssel, eine Lampe und zwei Papyrus-Dinger. Ein Schlüssel. Aha. Der ist da. Eine Lampe. Die ist da. Und zwar Papyrusse. Ja, sag ich doch, dass das auch Papier sein kann. Ein Rosenkranz. Ein Rosenkranz. Ist das das hier? Jo. Ein Schädel und eine Geige. Da haben wir den Schädel und da haben wir die Geige. Yeah. Jo, sag ich doch. Da bekommen wir die Ölkanne. Ein bisschen entrosten und da bekommen wir einen blauen Kristall. Da haben wir nämlich auch alle drei und eine Fiole mit Loot. Sehr schön. So. Okay, wir können hier immer noch was machen. Mina ist ohne Bewusstsein. Sie hat es zur selben Zeit wie die Königin verloren. Ach, hier müssen wir die blauen Kristalle einsetzen, okay. Oh, ein bisschen hell. Ein bisschen zu hell. Oh. The world is saved. Die Verderbnis ist schon mal besiegt. But not Mina. Stimmt, aber Mina ist immer noch strength to the creatures. And I know we will find them. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehen wir mal ja, von rechts nach links diesmal. Okay, hier ist noch ein bisschen Blut. Kann man immer gut gebrauchen. Und ein Wimmelbild. Ein Fledermaus-Amulett, ein Nagel und ein Frosch. Da haben wir schon mal den Frosch. Da haben wir das Fledermaus-Amulett und ein Nagel. Oh mein Gott. Ah, da oben. Zwei Messer, ein Reißzahn und ein Schlüssel. Da haben wir den Schlüssel. Und da oben ist ein Reißzahn und zwei Messer. Oh Gott, oh Gott. Hm. Wo sind die Messer? Da oben ist ein Messer schon mal. Und das zweite sehe ich erstmal nirgendwo. Ja, hier unten.
Nö. Und hier irgendwo... Auch nicht. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ein Pflock, eine Glocke und eine Ratte. Da haben wir ein blutiges Pflock. Eine Glocke. Oh je. Oh ja, da, okay. Und die Ratte ist im Eimer. Ein Hühnerbein, eine Feder und eine Muschmuschmusch. Da haben wir die Feder. Da haben wir auch ein blutiges Hühnerbein. Und eine Muschmuschmusch. Ein Moment. Entschuldigung, meine Lieben, wegen der kleinen Störung, aber... Naja. Ich habe gerade... Also, mich hat selbst gerade jemand gestört, weil das Mittagessen fertig war. Und da habe ich mich halt nur kurz gestärkt. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück bei dem Wimmelbild. Und wir suchen immer noch ein Messer. Ist das jetzt vielleicht ein Messer? Ja, Tatsache. Sehr gut. Und da haben wir schon mal ein Fledermaus-Amulett von 4. So, die Zähne haben wir abgeschossen und auch hier ist die Verderbnis, weil die Vampirkönigin jetzt tot ist, auch weg. Sehr schön. So, dann wird es wohl hier auch noch ein Wimmelbild sein. Jawohl. Moment mal, war hier gerade noch Blut? Ja, also habe ich mich doch nicht verguckt. Ha. Sonst hier noch irgendwo noch ein bisschen Blut? Nö. Okay, jetzt machen wir aber das Wimmelbild. Zwei Puppen, eine Seerose und ein Blatt. Da haben wir eine Puppe. Und die zweite ist hier, die Voodoo-Puppe. Eine Seerose, die ist hier direkt. Und ein Blatt. Ein Blatt. Ist das hier vielleicht gemeint? Jo. Noten, eine Perlenkette und eine Rose. Hier sind die Noten auf dem Notenblatt. Eine Perlenkette. Oh. Wo haben wir dich denn jetzt? Und eine Rose. Die Rose habe ich schon gerade gesehen. Scheiße, wo waren das jetzt? Verdammt! Da, genau. Ha. Eine Perlenkette. Ah, da oben in der Tasche. Eine Muschmusch, eine Spinne und eine Schriftrolle. Die Muschmuschmusch ist da, die Spinne ist da und eine Schriftrolle. Die ist auch hier im Wasser. Eine Tabakpfeife, ein Spiegel und auch wieder ein Fledermaus-Amulett. Eine Tabakpfeife. Die ist auch hier im Wasser. An der Mauer. Ein Spiegel. Spiegel, wo bist du? Bist du ein Spiegel? Nein, aber da haben wir schon mal das Fledermaus-Amulett. Wo haben wir dich jetzt? Spiegel. Nein, das ist auch kein Spiegel. Das ist ein Knochen. Auch kein Spiegel. Ja, wo bist du denn jetzt? Ach, da oben. Und das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Und wir haben jetzt schon 2 von 4 Fledermaus-Amuletten. Sehr schön. Da wird wohl auch noch ein Wimmelbild sein. Jawohl. Haben wir hier irgendwo noch Blut? Nö, ich sehe zumindest keins mehr. Okay. Eine Amphore, eine Harfe und ein... und Vögel. Okay, die Amphore, die ist da. Eine Harfe, ist ja groß genug. Und Vögel. Ah ja, hier eingezeichnet. Ein Kelch, ein Frosch und 2 Hieroglyphen. Ein Kelch. Da. Ein Frosch und 2 Hieroglyphen. Na toll. Hier vielleicht? Jo. Und da vielleicht? Jo, sehr gut. Ein Schlüssel, eine Flöte und eine Rose. Da haben wir die Rose. Oh Gott, da oben haben wir den Schlüssel und auch die Flöte. Sehr gut. Ein Tausendfüßler, 2 Schwerter und auch das vorletzte Fledermaus-Amulett. Ein Tausendfüßler. Wo bist du denn jetzt? Bist du ein Tausendfüßler? Tatsache. Da haben wir das Fledermaus-Amulett und 2 Schwerter noch.
Eins ist hier eingezeichnet. Und das zweite Schwert haben wir wo? Ja, das ist eine Morgenstern. Ach, hier. Okay. Geht eigentlich. Okay, gut. Auch die Zähne haben wir jetzt abgeschlossen. Und ja, dann wird wohl hier auch noch irgendwo eins sein, oder? Nee, doch nicht. Tja. Okay. Bumm. 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 Tja, aber ein Amulett fehlt uns ja noch. Ja, dass wir die Kugel zerstören müssen von Helsing, das weiß ich. Wir müssen diese... Ja, bla bla bla. Du sagst auch immer nur das Gleiche. Oder muss ich hier irgendwo noch eine Fähigkeit benutzen? Das kann ja auch sein. Nö. Okay. Ach, da unten. Ah, okay. Da ist noch ein bisschen Blut. Und da ist noch ein Wimmelbild. Eine Banane, ein Kopf und auch das letzte Fledermaus-Amulett. Eine Banane. Da, ein Bananenbündel. Ein Korb. Der ist hier. Und ein Fledermaus-Amulett. Da. Ein Buch, eine Katze und ein Frosch. Oh Gott. Da haben wir den Frosch zumindest schon mal. Eine Katze und ein Buch. Hm. Ist das ein Buch? Ja. Und noch eine Katze. Das ist doch eine Fledermaus hier, oder? Ne, das war doch die Katze. Die sah aber ein bisschen komisch aus. Ein Handschuh, zwei Feder und ein Skorpion. Den Skorpion habe ich hier schon eingezeichnet gesehen. Ein Handschuh und zwei Federn. Da ist eine Feder. Wo haben wir denn die zweite? Na, die ist auch hier ein bisschen gut versteckt. Oder auch nicht. Sind das die hier? Genau. Gut. Und ein Handschuh. Boah. Wo ist der denn jetzt? Ach, hier, der Ritterhandschuh. Ein Fernglas, eine Statuette und eine Eidechse. Die Eidechse ist hier. Ein Fernglas ist da hinten. Und die Statuette ist hier. Und da haben wir das letzte Fledermaus-Amulett bekommen. Sehr gut. Tja, und jetzt zerstören wir die Kugel und Mina ist frei. We did it. The bats are gone. But Mina is still imprisoned in the spear. Die ist immer noch in der Kugel eingesperrt. Toll. How can we free her? I think the angel will help us. What? I heard the legend that the statue of Michael the Archangel, the patron saint of this abbey, has the power to destroy spells and heal wounds inflicted by black magic. Okay. We should take a closer look at the statue. Also der Engel ist hier gemeint. Ah, aber da ist noch ein Wimmelbild. Das machen wir doch erstmal. Ein Amboss, eine Flasche und eine Kiste. Da haben wir schon mal den Amboss. Eine Flasche. Mm, ja. Eine Flasche. Ist das hier eine Flasche? Nein. Hm, dann ist die Flasche erstmal gut versteckt. Für den Anfang. Und eine Kiste. Ja. Nee, ist doch keine Kiste. Ich dachte, das wäre eine. Ja. Scheiße. Nom 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 nom. Ach, dann ist die Kiste gemeint.
Eine Kappe, Fußfesseln und ein Gewehr. Das Gewehr habe ich schon gerade gesehen, das ist hier. Die Fußfesseln sind da und eine Kappe. Eine Kappe. Ja, toll. Eine Kappe. Ich sehe hier bloß erstmal keine. Ein Haken, ein Ruder und Orangen. Hier sind die Orangen. Ein Haken. Oh je. Ach, da. Und ein Ruder. Das ist auch da. Ein roter Stoff, ein Köcher und ein Sack. Da haben wir einen roten Stoff. Der Köcher ist hier und ein Sack. Den habe ich da auch schon gerade gesehen. Warte mal, wo war der jetzt? Da unten, genau. Eine Schaufel, ein Schwert und eine Gießkanne. Die Gießkanne ist hier. Die Schaufel... ja. Ist hier und da ist das Schwert. So, jetzt fehlt nur noch eine Flasche und eine Kappe. Ah, das war, glaube ich, die Flasche, ne? Ja. Und eine Kappe. Tja, aber wo die jetzt ist, keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Ihr hättet auch Hut schreiben können. Aber, naja, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. So, da brauchen wir, glaube ich, die Fledermaus. Und da fehlt uns ein Wappen. Toll. It's low tide. We have a chance. This will simplify our search. Igor, leave that crab alone and help us. Igor denkt wieder nur ans Fressen. Yes, Master. Ach nee, ist ja kein Tier. Ist ja in dem Sinne irgendwie eine menschliche Kreatur irgendwie, also Essen. Ich wäre ja nicht so fies sein. Ah ja, da ist die Krabbe. Und uns fehlen drei Krabben. Toll. Schlamm. Meister, Igor sieht etwas im Schlamm, genau dort. Ja, dann benutzen wir hier mal die Schaufel. Und da haben wir ein Wappenteil, 1 von 4 und eine Kappe, 1 von 3. Schön. Da haben wir noch eine Kappe und da haben wir noch ein Wappenteil. Und... Ah ja, das war ja das Krebsloch. Irgendwo fehlt uns noch eine Kappe. Ah ja, hier vorne. Gut. Jetzt können wir das hier auch machen. Reihe 5 Gramm horizontal oder vertikal an. Sei schneller als ein Gegner. Und das Rätsel ist hier per Zufall generiert. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Mal gucken, ob die KI hier so klug ist. Ja, ist sie. Und gewonnen. Haha. Sehr gut. Und da haben wir noch ein Wappenteil. Sehr gut. Aber die Szene ist hier noch nicht abgeschlossen. Ich kann hier noch irgendwo was machen. Glaube ich zumindest. Ja, da. Wappen des Erzengels. Ach so, nee. Da kann ich das nur hinzufügen. Okay, mache ich das schon mal. Dann fehlt uns jetzt nur noch ein Teil. Wo auch immer das jetzt ist. Achso, ich muss wieder zurück. Ach, hier ist noch ein Wimmelbild erschienen. Eine Glocke, ein Buch und ein Bogen. Eine Glocke. Ach, die hängt da. Ein Buch. Ein Buch. Ah ja, da unten. Und ein Bogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Bogen. Wo bist du denn jetzt? Hm. Na, weiß ich jetzt erstmal nicht. Ich lasse den Bogen jetzt erstmal aus. Kisten, ein Eimer und eine Möwe. Jetzt sind aber die Kisten hier gemeint. Ein Eimer. Der ist hier und eine Möwe, die ist da oben. Ein Hammer, ein Krug und ein Messer. Da haben wir den Hammer, da haben wir den Krug und da haben wir das Messer. Eine Ratte, ein Wappenteil und ein Rad.
Da oben ist die Ratte. Ein Wappenteil. Ah, dann bekommen wir das auch bestimmt gleich. Aber wo das jetzt... Ah, das könnte das hier sein. Jo. Und ein Rad. Das ist da. Bloß ich sehe jetzt nirgendwo den Bogen. Na, wo haben wir dich denn? Hm. Keine Ahnung. Ziemlich gut versteckt, muss ich sagen. Also ich suche hier zwar noch ein bisschen, aber wie gesagt, wenn ich den jetzt gleich nicht finde, dann benutze ich Igor zur Hilfe. Ich gucke hier unten nochmal, aber irgendwie finde ich den nirgendwo. Tja, das heißt mit anderen Worten, ich muss doch leider den Tipp wieder benutzen, anscheinend, weil ich den Bogen an sich nicht direkt finde. Ja. Das soll ein Bogen sein. Das sah mir aus wie eine Schleife. Ja, okay. Ist egal. Und da haben wir jetzt das Wappen des Erzengels. Und da ist die Szene auch abgeschlossen. Gut, dann wissen wir ja, wo wir jetzt hin müssen. Genau hier. Entferne alle Schilder, indem du Paare findest. Okay. Ja, okay, das ist ja nicht so schwer. Man muss halt da nur ein bisschen gucken, wo was ist. Das ist da. Das ist da. Also schwer ist es nicht. Und je weniger wir suchen müssen, desto einfacher wird es natürlich. Ihr seht ja schon, wie schnell ich die jetzt finde. Weil es halt auch immer weniger wird. Und da haben wir das Rätsel auch jetzt gleich geschafft. Jawohl. Das ist da und das ist hier. Und somit haben wir es. Jawohl. Und da ist die Kugel jetzt auch zerstört. Und Mina ist befreit. No, Count Dracula. I am a doctor. Let me take care of her. I will save her. Why wait and take the risk of her extinction? I can also save her here and now. Save her or curse her? Ask yourself what would be her choice, Count Dracula. You love her. I know. I can see it. Let us go. Thank you for your help, Van Helsing. It was invaluable. Look. Have you ever seen your friend so radiant, so beautiful? Farewell, Dr. Van Helsing. Igor, get rid of him for me. Igor warned you. Never turn your back to Igor. Jo. Sehr gut, du hast das Spiel in weniger als 5 Stunden durchgespielt. Wahnsinn. Welch vampirische Schnelligkeit. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Wächter der Nacht. Geil. Und Szene ist abgeschossen und somit ist das Spiel auch beendet. Noch nicht komplett. Ne? Wie gesagt, das Bonus-Level oder das Bonus-Kapitel werde ich euch noch zeigen. Du hast das Spiel abgeschlossen und den Bonus-Level freigeschaltet. Ja. Da oben ist es jetzt freigeschaltet. Wie gesagt, ich habe die Auszeichnungen, die werde ich euch noch zeigen. Das habe ich nicht vergessen. Und auch die Extras, die hier zu sehen sind, die werde ich euch nach dem Bonus-Level euch zeigen. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal die Hauptstory an sich beendet. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei der Hauptstory viel Spaß hattet. Und ich werde natürlich mal gucken, vielleicht morgen werde ich dann
das Bonuskapitel euch zeigen. Dann werde ich euch noch so ein paar Extras euch noch zeigen. Die Auszeichnungen werde ich euch dann auch noch des Weiteren noch zeigen. Ach ja, und hier die weiteren Spiele von Water Lily Games. Werde ich euch dann auch auf jeden Fall noch zeigen. Aber wie gesagt, das werde ich erst alles nach dem Bonuskapitel euch zeigen. Ich hoffe, oh Gott, ich sehe gerade von Action, die Aufnahme geht jetzt gerade 3 Minuten, dann werde ich das ein bisschen zusammenschneiden, so den letzten Part. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei der Hauptstory zumindest schon mal viel Spaß hattet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt ihn und, na okay, das neue Jahr 2018 hat ja schon längst begonnen, wenn ich jetzt dieses Video hochlade. Aber ich wünsche euch trotzdem schon mal ein frohes neues Jahr, auch wenn das ein bisschen verspätet jetzt ankommt. Das liegt daran, weil ich jetzt ein bisschen sehr viel im Voraus aufgenommen habe, deswegen. Aber ansonsten, ich meine es ja nur gut und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme beim Bonuskapitel von Dracula, tödliche Liebe uns wieder. Wir sehen uns bald, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!